jetzt bin ich hier heute zu Gast auf der Lennar-Yacht mit dem Michael Hemming. Hallo. Und ja. Dankeschön für die Einladung auf dieser Gerne. Tollen Yacht. Ja, wie gesagt, das ist das Boot von Lennar, die Yacht Ilang Ilang. Ja. Und wir sind hier auf der Miplen in Cannes und direkt am Palais Festival. Beste und Lage. Beste Lage von Cannes. Hier ist die Miplen mit Tausenden von Besuchern, tolle Messestände, großes Business, was hier gemacht wird und viele, viele Kontakte. Ja, und dann ist hier eben entlang des gesamten Yachthafens liegen dann von verschiedenen Firmen die entsprechenden Yachten und um hier dann Gäste zu bewirken, um ja, Kontakte zu knüpfen. Und hier hinten, unten ist die Garage für die Spielsachen, quasi für die Jetskis und so, die aber jetzt hier nicht zum Einsatz kommen. Ja. Außerdem ist das Mittelmeer auch noch ein bisschen kühl, aber hier einmal Lennar natürlich, Lennar International. Ist der größte Homebuilder in den USA. Ja, und hier ist der große Salon der Yacht für wow. Meetings, Dining. Vorne ist die Küche, unten sind die entsprechenden Suiten. Und ja. Weiter vorne oben ist der Steuerstand, da wird dann das gesamte Management der Yacht betrieben. Dann gibt es noch ein Oberdeck, wo man dann nochmal schön die Sonne genießen kann und kann relaxen. Das ist halt nochmal eine sehr, sehr feine Möglichkeit hier. Was ansonsten natürlich sehr schön ist, und ist einer meiner Lieblingsplätze, ist natürlich vorne am Bug. Mhm. Und da hat man einen sehr schönen Überblick. Und ich denke, da gehen wir einfach jetzt da mal gehen zusammen wir mal hin. Das ja. müssen wir uns mal anschauen. Wie gesagt, hier ist das Achterdeck. Schöner Sitzplatz nochmal dazu. Und auch wunderbar unterhalten. Und einfach hier das ganze Messeambiente. Mhm. Und wir haben jetzt einen langen Weg vor uns, weil wir sind hier doch so um die 30 Meter, aber gehen wir mal vor. Verbindung von der FIAPSI. FIAPSI ist die Weltimmobilienorganisation. Ja, du bist ja der Präsident davon von Deutschland. Richtig? Jawohl, Deutschlandpräsident und Vizepräsident Europa. Ja. Und auf dem Weg, dies bedingt natürlich, dass wir hier auf der Messe sind, haben Kontakte. Wir haben heute zum Beispiel, präsentieren wir am FIAPSI-Stand den Wohnungsbericht, den Immobilienbericht der Immobilienweisen aus ja. Deutschland. 17 Uhr, richtig? 17 Uhr ist das kommen, heute, dass Sie wollen. Kommen wir vorbei, schauen wir uns an. Das ist also schon mal eine sehr gute Sache. Da kommt einer der Immobilienweisen, Herr Schulte, ja. Kommt extra vorbei, um diesen Bericht zu präsentieren. Okay. Und machen eine kleine Anmoderation nachher. Aber das ist ganz interessant. Ja. Und ja, wir können mal hier... Setzen wir uns mal hinten hin und ja, stellen mal ein paar Fragen. Können auch hier oben noch mal ein Stückchen hochgehen, hat ja, vielleicht okay. noch mal so ein bisschen Überblick. Da könnte man schon so ein bisschen Titanic-Feeling dann. Hoffentlich nicht mit dem gleichen Ende, aber, nee. Aber wackeln tut es schon ein bisschen. Ja, und gehört dazu. Dankeschön für den tollen Ausflug hier aufs Deck. Ja, gerne. Wir wollen uns bei Lennar bedanken, dass wir uns ermöglicht haben. Bonjour. Bonjour. Bis jetzt, ja. Gut. Okay, okay, dann starte ich okay. an. So, super. Michael, erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, gerne. Hier schön, dass du sie dir genommen hast. Dankeschön. Und dein Interesse hier für FIAPSI und Immobilien finde ich ja ganz toll mit deinem Channel. Und dann erzähl mal einfach mal ein bisschen darüber, ja. was wir hier so machen alles auf der MIPIM. Du hast ja auch einen relativ frühen Einstieg ins Immobiliengeschäft geschafft als Makler damals. Und ja. dann auch als Investor mhm. und FIAPSI ist auch so eine Organisation für... Also ich kann mal ganz von vorne anfangen. Ja. Wir lassen mal von vorne anfangen. Wenn es jetzt so lange wird. Also ja. seit 26 Jahren bin ich Makler, ja. habe meine Firma in der Nähe von Mainz und Hemming Immobilien nach der seit, wie gesagt, 26 Jahren klein angefangen, Schreibtisch, Telefon, los geht's, Action. Heute haben wir 14 Mitarbeiter, mehrere Niederlassungen und bedienen quasi so das Rhein-Main-Gebiet von mhm. Worms nach Bingen, rüber Kreuz nach Frankfurt. Das ist so unser Kerngebiet. Okay. Das ist die Keimzelle, da ist so alles draus hervorgegangen. Ja, und dann war ich schon relativ früh Mitglied in der FIAPSI. FIAPSI ist die Internationale Real Estate Federation.
Das ist quasi der Verband der Verbände, also so eine Dachorganisation über der Immobilienwirtschaft, wo verschiedene Verbände organisiert sind oder auch Einzelmitglieder. Okay. Auf dem Weg hat die FIAPSI etwa 1,5 Millionen assoziierte Mitglieder weltweit. Und in Deutschland? Wie viele sind denn in Deutschland Mitglieder? Na gut, wir haben ja die Verbände mit dabei. Da ist zum Beispiel der IVD mit 6.000 Mitgliedern bei uns. Und somit haben wir dort natürlich schon eine sehr große Menge auch an Leuten und an, vor allem an Know-how. Mhm. Weil das ist hier das Interessante. FIAPSI teilt Best Practice untereinander. Wir haben Meetings. Wir haben hier zum Beispiel einen eigenen Messestand, FIAPSI, wo wir uns treffen, wo wir Vorträge haben. FIAPSI ist zum Beispiel auch bei der UN mit vertreten im Bereich bezahlbares Wohnen, Affordable Housing weltweit. Da wird also auch sehr, sehr viel gemacht, um dort die Probleme, die die Welt hat, was Wohnen angeht, einfach auch zu lösen und damit Hilfestellung zu geben. Ja, und das ist natürlich auch nicht zuletzt ein riesen Business Club, wo man Gleichgesinnte trifft, wo man sich austauscht, wo man sieht, Mensch, was ist in dem Land jetzt schon up to date, was wird dort gemacht, wie haben die Probleme, die Herausforderungen. Was kann man dann auf Deutschland vielleicht adaptieren? Was kann ich adaptieren und wo kommen die Trends her, wo gehen sie hin? Das ist also eine Riesenmöglichkeit und kann ich wirklich nur gerade auch für Young Professionals dafür werben, werdet Mitglied in der FIAPSI. Wie genau läuft denn das ab, wenn jetzt einer sagt, hey, das hört sich geil an, ich habe Bock da Mitglied zu werden und möchte da von den Experten-Know-how profitieren. Wo meldet man sich dann an? Gibt es eine Webseite? Bei uns entweder direkt fiapsi.de, F-I-A-B-C-I, fiapsi.de. Verlinken wir unter dem Video. Und dort kann man eine Mail hinschreiben. Man kann sich direkt an mich wenden oder direkt an unsere Geschäftsstelle in Hamburg. Und dann machen wir ein kleines Interview, schicken die Aufnahmeunterlagen. Und da kann man relativ schnell und einfach Mitglied werden. Und ist auch gar nicht so teuer, muss man dazu sagen. Das kann ich aber dann im Gespräch nochmal sagen. Also ist wirklich easy going. Aber es öffnet wahnsinnig viele Türen. Es bringt einen verbilligten Eintritt zum Beispiel hier auf die MIPIM. Ein Ticket auf der MIPIM kostet 2.000 Euro. Und über FIAPSI kriege ich das für einen Bruchteil des Geldes. Okay. Und FIAPSI hat auch für die Unterkunft hier gesorgt, hat das auch alles verbilligt uns zur Verfügung gestellt. Also da gibt es für die Mitglieder enorm viele Möglichkeiten. Und das Interessante ist halt gerade, wenn man neu im Geschäft ist, wenn man anfängt, wie kann ich mich vernetzen, wo komme ich an interessanten Themen dran, an Geschäftsmöglichkeiten. Aber das Erste ist das Netzwerk. Geschäfte ergeben sich danach. Mhm. Man geht nie wegen den Geschäften hin und sagt, oh ja, ich mache jetzt ein Meeting und da muss ich ein Business rausziehen. Ja. Nein, ich mache Netzwerken dabei, treffe Leute, komme ins Gespräch. Und dann kommt, das andere ist einfach eine Folgeerscheinung davon. Und das Ganze funktioniert weltweit hervorragend und bietet halt wirklich Young Professionals eine enorme Möglichkeit, sich einzubringen. War das dann bei dir auch wirklich der Hebel, dass du da durchgestartet bist, das FIAPSI, oder war eher so der Maklerberuf, den du ausgeübt hast, für dich? Also ich war damals natürlich erstmal der Start meiner Firma. Das war harte Zeit gewesen, das Ganze erstmal aufzubauen und parallel war ich dann FIAPSI, habe dort damals über Auslandsgeschäften Kontakt bekommen, der mich sehr viel weitergebracht hat, wenn wir Auslandsimmobilien vertrieben haben. Ja, und dann haben wir uns immer weiterentwickelt und haben dann unsere quasi Weiterentwicklung gemacht vom Makler hin zum Investor. Und ebenfalls nochmal den Luxusbereich dazu, da komme ich aber zum Schluss nochmal dazu. Mhm. Die Weiterentwicklung zum Investor, das kam über den Immobilieninvestment Club, über Jörg Winterlich. Dort kam ich durch Zufall, habe ich ihn kennengelernt, habe einen Vortrag von ihm gehört, ein Kurzreferat, habe ihn danach angesprochen und sagte, ja, wir machen da so Themen und haben dort die Seminare. Ja. Habe ich gesagt, okay, komm, buchst mal so ein Seminar, guckst dir das mal an. Und das hat bei mir nochmal einen Aha-Effekt ausgelöst, weil die ganze Zeit war ich Seminare würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass man da welche besucht und Weiterbildungsmaßnahmen macht von Experten. Immer in Weiterbildung investieren. Die schon ein paar Level weiter sind als man selbst und dann mal schauen kann. Die ziehen einen mit. Okay. Die ziehen einen mit. Und obwohl ich so viele Jahre schon im Immobiliengeschäft drin bin, ist das nochmal ein anderer Level gewesen. Man muss das so sehen, als Makler. Ich war gewesen erstmal in dem 360-Grad-Seminar vom Jörg Winterlich. Das ist so das Basisseminar, wo man erstmal lernt, was kann ich anders machen und wie kann ich mit Immobilien Geld verdienen. Als Makler
nehme ich eine Immobilie rein, verkaufe sie, habe 5% und habe ein Einmalgeschäft gemacht. Als Investor habe ich eine permanente Rendite. Und das ist ein ganz anderes Mindset. Aber das muss man erstmal bekommen. Und das hatte ich nach diesen vielen Jahren im Geschäft irgendwo immer nur makeln und rein, raus und einen guten Job damit machen. Aber danach kam diese Veränderung dann mit dazu. Ja. Und wir haben zum Beispiel letztes Jahr, ich habe dann verschiedene Möglichkeiten aus den Seminaren auch umgesetzt. Das heißt Holding, Stiftung etc. Da gibt es ja verschiedene Alternativen, was man machen kann. Und habe dann letztes Jahr einen Businesspark in Frankfurt erworben auf dem Weg. Sogar von einem Clubkameraden aus diesen Seminaren. Ja, und das sind dann wiederum Investments, die man tätigt, wo man natürlich weiterkommt, wo man dann auch eine entsprechende Rendite hat und einen monatlichen Return wiederum bekommt. Und was sind so die Renditen, die du anstrebst, minimal? Also gut, jetzt in dem Falle, es ist Gewerbe. Gewerbe hat eine andere Renditestruktur als Wohnen. In dem Falle habe ich eine Rendite von um die 8% wirtschaften können. Das ist natürlich traumhaft, kriegt man mit Wohnimmobilien nicht ganz hin. Und ich bin momentan selbst auf der Suche, dass wir weitere Sachen kaufen. Das kann eine kleine vermietete Eigentumswohnung sein, ein Mehrfamilienhaus, eine größere Liegenschaft. Also da bin ich quasi, sagen wir mal, von 150.000 bis mehrere Millionen bin ich momentan auf der Suche, da wieder zu investieren. Und also, wenn ihr was wisst, ruft mich an. Ja, ich freue mich über jeden Tipp. Jeder ist aktuell auf der Suche im Immobilienmarkt und das ist das größte Bottleneck, die geilen Immobiliendeals als erstes angeboten zu bekommen. Ja, das ist natürlich, dass man Off-Market-Objekte sieht und dann natürlich dort auch sehr zügig dann auch zugreifen kann. Also das ist momentan eine große Aufgabe von uns, was wir in der Company auch machen. Ja, und so haben wir uns quasi vom Makler mittels FIAPSI und dann über die Seminare weiterentwickelt. Zum Investor. Zum Investor. Und dann kam noch das neueste Baby dazu. Wann hast denn du deine erste gekauft, noch kurz, deine erste Immobilie? Wie lange ist das jetzt her? Gott, nee, ich habe mein Haus gebaut 1993. Dein eigenes damals? 93 habe ich die Firma gegründet, 94 habe ich mein eigenes Wohnhaus gebaut. An meinem 30. Geburtstag habe ich einen Grundstein gelegt. Das war so ein Aha-Erlebnis für mich. Und habe danach dann erstmal mit Freunden zusammen investiert. Und weil dann der Brocken halt so groß war und dann konnte man noch nicht so, wie man halt gemocht hätte. Also hat man es dann zusammen gemacht, zu dritt, zu viert. Ja. Und dann habe ich nachher ein Wohnungsgeschäftshaus gebaut, ein größeres. Da ist auch heute unser Firmensitz drin in Rastatt. Und dann habe ich auf der Straße weitere Sachen dazu gekauft und mittlerweile läuft der Flow. Mittlerweile läuft der Flow. Also da haben wir einiges an Einheiten jetzt. Ja. Das muss man sagen. Jetzt habe ich so um die 37 Einheiten insgesamt momentan aktuell. Okay. Und es ist, was ich da nochmal drauf komme, FIAPSI und weitere Geschäftsmöglichkeiten. Okay. Do you want to? Das war, one more? Yes, one more. Please. One more, thank you. Ist natürlich auch ein, für alle drei bestellen, aber man hat's ist natürlich auch ein prima Service hier auf der Lernerjacht. Das ist schon toll. Das ist echt cool. Komm jetzt öfter. Ja, geht gar nicht mehr weg. Soll ich sagen, FIAPSI macht zwei große Veranstaltungen im Jahr. Ja. Und die eine ist der Weltkongress. Der war jetzt letztes Jahr in Dubai. Jetzt in diesem Jahr ist er in Moskau. Ja. Nächstes Jahr ist er in Indonesien. Jakarta oder wo? Ich weiß gar nicht, wo er jetzt genau, aber Indonesien, also so viel habe ich jetzt mit. Indonesien kann ich empfehlen zum Surfen, ist echt cool. Wird bestimmt toll. Ja. Und einen zweiten Kongress, das sind die sogenannten Dezember-Arbeitstage. Ja. Und es hört sich zwar viel Arbeit an, aber da gibt es natürlich auch Gala dabei und Events. Und also das Gesellschaftliche kommt da nicht zu kurz. Ja, und da war ich 2017, war ich in Athen auf den Arbeitstagen. Gut, und es waren Vorträge und zwischen den Vorträgen, was hat man? Pause. Okay. Draußen gewesen, ich kam mit einem anderen FIAPSI-Mitglied ins Gespräch. FIAPSI-Präsident England. Und damals haben wir noch nicht so den Brexit vor den Augen gehabt, wie er jetzt momentan ist. Aber es hat auch damit nichts zu tun. Ich habe mit ihm gesprochen, haben ein bisschen gequatscht, ein Bierchen miteinander getrunken.
Und dann fängt er an zu erzählen, und sagt, was machst du denn eigentlich so und alles. Und dann sagt er, ja, es gibt da ja diese Luxusmakler und er ist von einem dieser Luxusmakler. Die Firma heißt Fine & Country, sitzt in London, ist er der Expansionsleiter. Und Fine & Country ist ein System, was nicht im Franchise läuft, sondern was als Lizenz läuft. Okay. Der himmelweite Unterschied ist der, der Franchiser muss seinen Namen ändern, der muss eine Einstiegsgebühr zahlen, der muss eine monatliche hohe Gebühr zahlen und der muss noch zusätzlich eine Umsatzprovision zahlen. Fine & Country sagt, machen wir alles nicht. Mhm. Wir haben nur eine Lizenzgebühr, die überschaubar ist. Okay. Und die ist dann für ein Gebiet, wo ein Makler hat. Und in diesem Gebiet arbeitet er unter dem Namen Fine & Country. Und kriegt dann halt natürlich die Luxusimmobilien angeboten zum Vertrieb. Und bekommt die Luxusimmobilien, weil wir alle wollen natürlich auch Luxusimmobilien verkaufen. Aber wir machen ja das ganz normale Geschäft. Und dann passt irgendwo eine Immobilie für 2-3 Millionen natürlich nicht neben die normalen Immobilien. Und dann sagt in den Augen des Verkäufers, was sagt er dann? Dann gucke ich mir und gehe doch zu einem der Luxusmakler. Ja. Und da kommt Fine & Country. Fine & Country sagt, lieber Makler, du behältst deinen Namen, den du dir vielleicht schon über Jahre aufgebaut hast. Okay. Du behältst den und kriegst ein sogenanntes Co-Branding, dass du dann eine Zweitmarke neben deiner ersten Marke hast. Und mit dieser Marke bearbeitest du die Luxusimmobilien. Okay. Das ist das Konzept. Und das Ganze dann ein festgelegtes Gebiet, 250.000 Einwohner beispielsweise, also die Farm des Maklers. Es gibt auch Lizenzen vergeben für wesentlich größere Gebiete. Oder komplett mal in Baden-Württemberg oder so. Also wollen wir nicht gehen, sondern ja, eher kleiner. Eher kleiner, weil wir wollen schon die Vielfalt auch haben. Ja. Und es muss ja jemand auch in der Lage sein, das Gebiet zu bearbeiten. Und das Maklergeschäft ist immer noch ein lokales Geschäft. Mhm. Und so hat der Expansionsleiter George hat mir das so erklärt. Und er sagt, Mensch, das hört sich ja wirklich hochinteressant an. Ja, und er sagt, ja, du, übrigens für Deutschland, Österreich und die Schweiz haben wir noch keinen Masterlizenznehmer, der diese Gebiete, also die gesamte Dachregion, für uns aufbauen würde. Ja. Und der dort die Masterlizenz erwirbt. Naja, wir haben uns weiter unterhalten. Ich bin dann nach London geflogen mit meiner Frau, die auch hier mit heute an Bord ist. Und wir haben uns das mal angeschaut. Ich war erst skeptisch, logischerweise. Ja. Ich mir das angeschaut und habe gesagt, wow, das ist total toll, wie die das machen, der Spirit in der Firma, das Ganze drumherum. Ja, und dann habe ich mich dem Board vorgestellt, habe die Leute kennengelernt, uns weiter unterhalten. Und irgendwann haben sie gesagt, okay, Michael, bitte sende uns eine Bewerbung, wie du dir das vorstellst, Deutschland, Österreich und die Schweiz aufzubauen, wie wir das zusammen machen können. Und das schickst du uns jetzt mal nach London. Das habe ich dann gemacht. Und dann kam eine Rückmeldung von England und sie haben gesagt, okay, wir wollen dich haben und jetzt machen wir die Vertragsverhandlungen. Und dann haben wir vergangenes Jahr, 2018, haben wir die Verträge unterzeichnet, haben diese Lizenz gekauft für das Gebiet, für die Dachregion, 100 Millionen Einwohner. Und in diesem Jahr war jetzt richtiger Start gewesen, offizieller. Das heißt, jetzt akquirieren wir Makler, die dann mit uns und der Fine & Country arbeiten, sich da ebenfalls bewerben und dann eben ein Gebiet, in dem sie zu Hause sind, bekommen. Und das war ein FIAPSI-Kontakt. Das sieht man mal, was so ein Netzwerk alles ausmachen kann. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg und herzlichen Glückwunsch erstmal noch, dass du hier diese Lizenz dann bekommen hast und jetzt das verteilen darfst. Es war, es war angenommen, ich habe eine Region erworben als Co-Branding und jetzt kriegt ein Kollege aus einer anderen Region was angeboten, in meiner Region. Ja. Wer darf es dann verkaufen? Bin ich dann derjenige, dem das zugespielt wird? Ja. Ja? Dann wird es gibt ein ganz spezielles Referral-System für diese Weiterempfehlungen. Und dieses Referral-System ist absolut transparent, ist ganz easy gehalten, aber so, dass jeder mitpartizipiert, der dann auch was dazu getan hat und damit alle den Erfolg auch genießen können. Das ist einfach ganz wichtig dabei. Und Fine & Country bekommt keine Umsatzbeteiligung. Okay. Das ist nochmal das Tolle daran. Dementsprechend muss auch keiner überlegen, jetzt habe ich hier eine tolle Immobilie und jetzt muss ich dann so und so viel Prozent wieder an die
einen Overhead abgeben etc. Nee, das gibt es alles nicht, sondern Lizenzgebühr und fertig. Und das Interessante ist ja beispielsweise, die Spanier, Spanien ist Finance Country ebenfalls schon sehr stark, wir sind in 21 Ländern mit 350 Büros weltweit. Und jetzt hat beispielsweise ein spanischer Kunde gesagt, ach ja, ich will von Deutschland nach Spanien gehen, interessiert sich dort für eine Immobilie, steht dort mit dem Makler in Verhandlungen. Der Makler fragt ihn natürlich auch, was machst du mit deiner jetzigen Immobilie? Ah ja, ich will das Haus verkaufen, wir behalten nur noch eine kleine Wohnung in Deutschland, ansonsten leben wir jetzt auf Bali. Ja. Ja, dann geht dieser Referral an den zuständigen Makler in Deutschland, der dort die Lizenz hat in dem Gebiet, wo das Haus liegt. Und er kann das dann vermarkten. Und der Spanier hat natürlich für die Weiterleitung, hat er dann einen Anteil an der Provision. Ja. Und genauso ist es umgekehrt. Ich habe einen Kunde in Deutschland, der möchte gerne auch in Mallorca oder auf dem Festland was erwerben. Der kann genauso gut, kann ich dann sagen, okay, weiß ich, da ist der Kollege, ist dort der Zuständige und gebe dann diesen Tipp weiter und bekomme dann ebenfalls meine Weiterleitungsprovision. Jetzt habe ich noch eine Frage, du bist ja Experte als Makler und Profimakler und viele junge Investoren kommen halt in so eine Situation irgendwann mal, dass sie mehr Eigenkapital brauchen für langfristige Investments. Ja. So, jetzt kann man so vorgehen, entweder man fängt an, die Immobilien, welche man eigentlich langfristig halten möchte, zu verkaufen wieder, also flippen sozusagen, oder man tritt als Makler auf und verdient sich darüber eben ein bisschen was an Eigenkapital. Makler hat aus meiner Sicht den Vorteil, man kann das ganze Geschäft machen, ohne ins Risiko zu gehen, also man geht da nicht, setzt sich selbst nicht dem Marktrisiko aus, kann schon noch ein bisschen was verdienen dabei mit der Provision, klar, aber wenn man so einen Flip macht, da kann man natürlich viel mehr verdienen dabei, aber hat natürlich auch das Risiko des Marktes, wenn man es ja nicht mehr losbekommt, wenn irgendwie die Zinssituation sich verändert oder sonst irgendwas. Und was würdest du da empfehlen jetzt, welchen Weg einzuschlagen? Du hast es ja selbst durchlebt sozusagen. Ja, ich habe alle Höhen und Tiefen durchlebt, weil ich meine, die Konjunktur geht nicht immer nur so hoch. Nee, das ist ganz gefährlich. Ganz gefährlich und wer auch immer denkt, ist so, naja, gestern war es gut, morgen, heute ist es gut, morgen bleibt es auch gut. Das geht auch schnell in die Hose. Ja. Und also insofern ganz Vorsicht walten lassen. Im Einkauf liegt der Gewinn. Vernünftig einkaufen. Ich habe immer noch die Möglichkeit, wenn ich eine Immobilie gekauft habe, die ich flippen möchte, und habe am Ende, merke ich, ich kriege sie nicht los für einen vernünftigen Preis, dann kann ich hingehen und kann sagen, okay, dann vermiete ich sie halt und habe damit meine monatlichen Kosten gedeckt, habe meine Bank gedeckt, okay, ich habe mein Eigenkapital nicht rausgezogen. Wenn ich die Immobilie aufwerte, kann ich hingehen und kann sie neu beleihen. Wir machen immer nur Euribor-Finanzierungen, das heißt, ich bin flexibel und kann jederzeit aus dieser Finanzierung wieder raus. Kannst du einer anderen Bank gehen und kannst sagen, hört mal, ich habe hier eine Immobilie, die hat jetzt mit dem Zustand durch die Aufwertung, hat die den und den Wert, beleiht mir die neu, löst das eine Darlehen ab mit dem anderen Darlehen und habe damit wieder einen Teil meines Eigenkapitals rausgezogen. Das sind Möglichkeiten, wie ich arbeiten kann damit, um wieder Eigenkapital zu generieren. Und natürlich auch bei Euribor höchste Vorsicht, immer die Zinsen im Blick behalten. Momentan, ich habe gerade von Herrn Neuwirth heute den Zinskommentar gelesen, wir gehen davon aus, bis 2020, Anfang 2020 wird sich erstmal nichts ändern. Aber wenn es sich ändert, dann geht es schnell. Ja. Und dann muss man natürlich aufpassen, muss auch mal sagen, ich mache jetzt was fest und binde mich einfach, um nicht nachher mit hohen Zinsen dann langfristig dazustehen. Ja. Das ist wichtig. Überschaubar investieren, sich nicht an einem Projekt übernehmen oder, wenn man was Größeres stemmen möchte, mit Freunden zusammentun und das gemeinsam machen. Okay. Und für die Leute, das Netzwerk eine Rolle. Ja, spielt das Netzwerk eine Rolle. Da kommen wir immer wieder zurück. Und nochmal für die Leute, die jetzt nicht genau wissen, was so eine Euribor-Finanzierung ist. Das ist einfach eine Finanzierung ohne Zinsfestschreibung, die monatlich oder dreimonatlich neu berechnet wird, je nachdem, wie mit der Bank halt verhandelt. Und dann kann man nachbeleihen und die alte ablösen mit der neuen ersetzen und muss keine Vorfälligkeitsentschädigung bezahlen. Genau, das ist der Sinn. Ich umgehe meine Vorfälligkeit, weil wenn ich auf 10 Jahre eine Finanzierung festgeschrieben habe, ist das schön, wenn ich sage, ich will die Immobilie über Generationen erhalten oder ist mein Wohnhaus, ich wohne da und ich werde die nächsten 20 Jahre das Haus nicht verkaufen.
Wenn ich aber eine Immobilie reingenommen habe, wo ich sage, die will ich aufwerten, dann schaue ich mal, was ich damit mache. Ja gut, und jetzt kommt morgen ein gutes Angebot auf den Tisch. Ich sage, Mensch, würde ich gern verkaufen. Ja. Ja, dann sagt mir meine Bank, du hast aber jetzt noch 9,5 Jahre von deinen 10 Jahren die Festschreibung. Das macht dann einen Strafzins von, und dann kann man eigentlich gerade in der heutigen Zeit den Gesamtzins nehmen, gespannt, wie viel das 10 kostet. Jahre, ja. Und kann den gerade an die Bank minus eine Aufwandsentschädigung für erspartes Risiko und Handlingkosten, aber das sind 3,50 Euro, die euch abziehen. Und das kann ich dann komplett an die Bank zahlen. Das schmälert ja dermaßen meinen Gewinn, dass der Verkauf vielleicht absolut unsinnig ist. Ich kann das tolle Angebot nicht annehmen. Insofern immer flexibel bleiben, ja. Aber aufpassen. Ja, ganz also wichtig. Wir haben ja hier ein neues Format, wo ich als Kameramann auch mal eine Frage stellen darf. Wir haben es ja gerade vom Variable Zins. Ja? Ja. Und eine große Frage, ich glaube, Fabian, du wolltest sie gerade stellen. Wenn du Variable finanzierst, haben die Leute immer Angst, dass das wie beim Konto Corrent ist, dass dein Darlehen viel schneller gekündigt werden kann. Ist das so oder hast du eigentlich die gleiche Laufzeit, ist es sicherer oder genauso sicher wie ein Festzins? Die Bank kann immer das Darlehen kündigen, wenn sich die wirtschaftliche Situation verändert, verschlechtert. Und das ist sowohl beim Festlaufzeitdarlehen wie auch beim Euribor-Darlehen immer der Fall. Insofern gehe ich damit kein größeres Risiko ein. Aber das Darlehen ist genauso safe erstmal wie ein anderes Darlehen. Okay. Also da habe ich auch bis jetzt keine negativen Erfahrungen gemacht. Danke. Aber wenn die Zinsen halt hochgehen, dann steigen sie direkt mit. Dann ist man innerhalb von 3 Monaten mit dabei. Und was ich jetzt noch für ein Risiko sehe bei den variablen Finanzierungen, und zwar, wenn eine Krise kommen sollte, unabhängig davon, ob die vom Immobilienmarkt ausgeht oder nicht, dann kann es halt sein, dass die Banken die Kriterien für neue Kreditvergaben anheben und verschärfen. So ist mal angenommen, du hast eine Immobilie gekauft und hast die variabel finanziert. Mhm. Und dann bist du ein A-Kunde gewesen zu dem Zeitpunkt und dann kommt eine Krise, die Immobilienpreise fallen und so. Und dann bist du auf einmal ein C-Kunde, obwohl deine Mieteinnahmen nicht sich verändert haben, sondern nur die Werte der Immobilien sich verändert haben. Und die Zinsen steigen an und du möchtest festschreiben. Mhm. Das sagt die Bank, wir vergeben nur noch an A, sie sind abgerutscht durch. Durch C auf den C-Kunde, durch die neue Bewertung. Was machst du dann? Was machst du in so einer Situation? Dann kannst du ja nicht mehr festschreiben. Du kannst nicht mehr vielleicht irgendwann die Zinsen zahlen, weil die hochgehen. Und du kannst auch nicht mehr verkaufen, weil der Preis ist nicht mehr so, wie du ihn brauchst. Das ist natürlich so der größte anzunehmende Unfall, der Mega-GAU. Der passieren kann, ja. Der natürlich passieren kann. Also ich meine, das muss man muss einem auch einfach ganz klar bewusst sein. Es gibt nichts ohne Risiko. Ja. Es ist nicht so, dass alles immer nur in diese Richtung läuft und wir sagen, prima, die Party geht weiter. Absolut nicht. Vorsichtig sein, frühzeitig erkennen, mit den Banken im Gespräch bleiben, seine Zahlen offenlegen, einfach das offene Gespräch mit denen suchen und dann unter Umständen auch frühzeitiger festschreiben oder frühzeitiger noch verkaufen. Mhm. Also rechtzeitig den Markt halt erkennen, bevor alle in die Situation kommen. Genau, einfach voraus sein. Und wenn man irgendwann mal auf einer Yacht privat sitzen will, dann muss man halt risikobereit sein, ja. Das ist nicht meine Rede. Aber ich denke, zu Gast. Ja, aber so würde ich das schon beurteilen auf jeden Fall, oder? Ah ja, gut, man muss natürlich auch schon ein bisschen mit bewusstem Risiko auch investieren und auch spielen. Ja. Das ist ganz klar. Aber die Möglichkeit, die der Markt bietet, die sind vielfältig. Und ich sage es immer meinen Mitarbeitern in der Maklerfirma. Wir haben Krisen erlebt 2008, 2009. Mhm. Ich meine, damals, ich habe immer gesagt, zu der Zeit, man muss nicht immer voll tanken. Es war wirklich eine üble Zeit gewesen. Wir haben uns überlegt, wie geht es überhaupt weiter. Wir haben auch diese Zeit überlebt. Und wir haben heute eine Zeit, die ganz andere Herausforderungen stellt. Ja. 2009 kamen die Kunden zu uns und haben gesagt, ach, Herr Eming, bitte, 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 verkaufen Sie mir mein Haus. Ich habe meinen Job verloren, ich habe dies, ich habe jenes, ich muss meine Immobilie veräußern. Mhm. Das heißt, wir haben Aufträge über Aufträge bekommen. Wir haben damals in der Firma teilweise 100, aber nur mit Alleinauftrag, 100 Alleinaufträge gehabt. Ja. Aber wenig Käufer. Das heißt, entweder hat man so viele Aufträge, aber nur so wenige Leute, die als Kunden, als Käuferkunde in Frage kommen. Oder dann hat der Markt sich gewandelt, wie es heute ist. Ich meine, wir haben heute Kollegen, die haben noch 3 Objekte im Bestand, was sie verkaufen wollen. Wir haben, da wir einen sehr guten Durchlauf haben, wir haben eine sehr gute Einkaufs-Akquise-Abteilung.
wir haben immer noch so um die 50 Objekte, die wir gleichzeitig im Alleinauftrag bearbeiten. Aber jetzt haben wir so wenig Objekte, aber so viele Leute, die kaufen möchten. Okay. Also irgendwo gibt es im Markt immer einen Flaschenhals. Ansonsten wäre es ja auch zu schön, weil dann wird es ja nur, wäre es ja ungesund. Ja, es gibt immer neue Herausforderungen, entweder auf der einen oder auf der anderen Seite. Aber man muss sie rechtzeitig, und das ist die Kunst, man muss sie rechtzeitig erkennen, dass wir gemerkt haben, nach den Krisenjahren, okay, es geht aufwärts, die Presse hat die Immobilien hochgeschrieben, wir investieren in Betongold. Dann haben wir gesagt, okay, wir werden im Einkauf mehr Fokus drauf legen. Das heißt, ich habe auch die Provisionssysteme innerhalb der Firma geändert, angepasst, optimiert daraufhin, habe neue Anreize geschaffen, habe neue Ideen für die Akquise generiert und damit stehen wir heute da, dass wir, obwohl der Markt leergefegt ist, wir sind lieferfähig. Wir haben immerhin um die 50 Objekte im Alleinauftrag, die auch teilweise innerhalb, manche sind innerhalb von 14 Tagen verkauft, manche nehmen wir gar nicht erst in die Werbung rein, weil wir schon wissen, das kommt für den oder den in Frage. Ist ein ganz anderes Arbeiten momentan als vorher. Okay. Alles klar, dann Michael, vielen Dank für die, hochwertigen Inhalte und was haben wir gelernt? Frühzeitig den Trend erkennen und risikobewusst investieren. Ja, danke. Hat mich gefreut. Mich auch.